Und damit willkommen zurück bei Minecraft, wo aktuell gerade ein bisschen Ideenreichtum noch gefragt ist. Punkt 1. Hier, das wird verglast. Das braucht aber auf jeden Fall noch eine Decke. Weißt du, was ich am Überlegen bin tatsächlicherweise? Pass mal auf. Ich mach mal hier eine Decke rein, ne? Pass mal auf, jetzt geht's nämlich los. Das ist zwar jetzt auch kompletter Quatsch vielleicht. Wobei, nee, Quatsch, nee, aber ich wollte das jetzt nicht so hoch bauen wie den Rest dieser Eingangshalle. Deswegen machen wir es erstmal so. Tendenziell, ach, ehrlicherweise, weißt du was, ich hätte das auch aus weißen Dingsbums machen können. Das war ja mal jetzt sowas von Quatsch. Naja, gut, komm. Können wir uns später noch drüber Gedanken machen. So, jetzt haben wir hier natürlich so ein Zwischenräumchen. Tja, der bleibt dann ja im Endeffekt auch hohl. Aber ich würde jetzt nicht weiter so mit der Treppe gehen. Geht ja auch gar nicht hier so außen und dann wieder innen. Das nimmt zu viel Platz weg. Ich würde jetzt sagen, dass das hier jetzt das Treppenhaus wird von innen. Dass wir dann immer hier so nach oben gehen. Nur weiß ich bloß noch nicht, jetzt erstmal wahrscheinlich noch so bündig wie hier und dann später oben dann Wendeltreppe. Weil das Haus, wie gesagt, soll sich nach oben hin verjüngen. So ein bisschen, ja, aka Empire State Building, aka Chrysler Building, aka Burj Khalifa in Dubai. So ungefähr. Die Frage der Fragen. Dann brauchen wir eigentlich auch diesen weißen Kasten hier gar nicht. Könnten also wieder ein bisschen Beton sparen. Zumindest hier, wo man das eh nicht sieht. Das hier sieht man nicht, das hier sieht man nicht. Das. Beziehungsweise sage ich mal so, ehrlicherweise. Nö, auch hier. Auch hier. Pass auf, genau, folgendes. Das ist jetzt nämlich der Clou. Der Clou der Clues. Das kommt weg. Das wird Holz. Das untere Segment müssen wir erstmal so lassen. Da gibt es ja gar keinen Schacht mehr, dann ganz einfache Sache. So, und da habe ich jetzt natürlich blöderweise, ja, wie gesagt, gut, mal schnell eine Werkbank gebaut. Mal schnell Steine geholt. Wäre auch alles machbar hier drüben, hier unten irgendwo. Hier wird es ja mit Sicherheit, beziehungsweise ganz einfache Sache. Natürlich Sandstein. Aber gut, unterm Sandstein kommt auch irgendwann mal normaler Stein. Nämlich da, dass ich sagen kann, was mache ich denn? Bringt ja auch 0, Nano. Was ich jetzt gerade vorhabe, ne, eigentlich brauche ich ja Eisen. Und dann brauche ich auch einen Ofen und, ach komm. War das jetzt wieder zu viel des Guten? Hätte ich mir das auch einfach holen können? Ja, man kann sich auch mal schnell eine Axt aus Stein bauen. Weißt du, einfach nur, dass es ein bisschen schneller geht. Weißt du, hätten wir das jetzt mit der Hand rausgerissen, hätten wir auch diesen Schacht gar nicht graben müssen. Etc., etc., etc. So, aber ich habe erstmal eine Werkbank. Die kommt jetzt, pass mal auf, jetzt der Clou der Clues. Machen wir nämlich hier hinten, wo ich ja eh offen gelassen habe, das wird so ein bisschen hier so der Durchgang. Vielleicht, ja, sagen wir mal, hier so. Für die Mitarbeiter kann ich nämlich hier hinten, na komm, wir haben ja jetzt Holz. Also noch nicht, aber. So, da kann ich mir jetzt hier nämlich die Werkbank hinbauen. Baue mir mal eben, auch weil es cool ist, sicherlich mal schnell noch, ja, tendenziell, ja gut, wären zwar jetzt mehr als ich haben will, haben wir zwei Reserve, ist egal. Eine
Tür hier rein. Und eine Tür hier rein. Vielleicht noch gleich ein bisschen Licht mit hier in die ganze Nummer bringen. Oder überhaupt. Weiß ich noch gar nicht. Machen wir mal so, komm. Dass wir hier allgemein mal das ganze Ding ein bisschen beleuchten hier. So. Und da haben wir hier nämlich mal ein paar Durchgänge. Und könnten jetzt aus beispielsweise noch ein bisschen Holz mal eben einfach so aus Holz und Stein zwei Ächsteleien uns kredenzen, mit denen wir jetzt mal kurz wieder den Zwischenboden hier rausnehmen. Es geht eben schneller als mit der Hand, klar, auch wenn eine Steinaxt jetzt natürlich nicht das Nonplusultra ist. Aber ich wollte jetzt auch nicht nochmal zurückholen, Eisen holen, da hätten wir es mit der Hand in der Zwischenzeit auch noch schneller abtragen können. Und es ist jetzt auch nur wirklich die Notfallaxt, sag ich mal. Wie oft werden wir die jetzt brauchen, weiß ich nicht. Klar, man könnte jetzt natürlich mit der Notfallaxt dahinter gehen und schon ein paar Bäume schnitzeln. Was wir haben, das haben wir. Aber naja. Gut, jetzt wollte ich mir natürlich bestenfalls gleich noch einen Ofen bauen. Dafür habe ich jetzt allerdings, stand jetzt, zu wenig Stein. So, das war erstmal das. Wieso hatte ich ihn jetzt? Ach ja, genau, ich wollte. Pass mal auf, ich wollte. Hier. Ja, komm. So, und da kommt dann nämlich der Ofen rein. Und hier haben wir jetzt die Werkbank erstmal. Wenn ich mir jetzt noch ein bisschen Stein hole für den Ofen, wie viel brauchen wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne? Ne, eben nicht 9. 8. Glaube ich zumindest. Alles kein Problem. So, was wir da haben, haben wir da, weißt du? Jetzt bin ich natürlich gerade den falschen Gang reingelaufen. Nee, war schon richtig. Ich muss ja zur Werkbank. Mein Gott, ey. Lass ich da nicht so aus der Ruhe bringen. Es sind... Achso. Oh, ich wollte gerade sagen, es sind doch 9. Hör mal auf. So, da kann nämlich hier der Ofen hin. Und da haben wir das wenigstens erstmal vor Ort. Ob die Türen jetzt hier so nötig waren, ich weiß es nicht, aber hey. Okay, gut. Wie machen wir jetzt weiter? Jetzt haben wir hier die Etage, jetzt hatten wir das rausgerissen. Achso, also muss ich wieder runtergehen, weil ich wollte ja hier die Decke logischerweise aus Beton bauen. Da wir genau 36 haben, müsste das auch hier reichen, genau, weil die hatten wir ja oben weggenommen. Es war aber, ja doch. Nee, ganz genau. Genau. Perfekt. So wird ein Schuh draus. Und ein Haus auch. So, und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt. Ja, jetzt ist das hier zwar so ein bisschen toter Raum. Wo man jetzt natürlich sagen könnte, man könnte hier auch noch mit einer Treppe irgendwie so ein bisschen nach unten und sagen, das wird irgendwie so ein verstecktes Zimmerchen oder Bürokämmerchen oder was auch immer. Aber ist jetzt, glaube ich, nicht so Sinn und Zweck der Übung. Nö. Wie gesagt, mein Sinn und Zweck der Übung wäre jetzt tatsächlich, hier jetzt weiter Treppenhaus zu bauen. Hier können wir uns ja immer noch was einfallen lassen, auch wenn ich da wahrscheinlich, wenn ich das jetzt einmal zugebaut habe, nie wieder dran denken werde, dass da eigentlich ein Hohlraum drin ist. Dass ich jetzt sage, hier jetzt halt so die nächsten Treppen hoch, auch nochmal beidseitig. Hier hatte ich ja jetzt gesagt, das mache ich jetzt auch erstmal aus Trockenbeton und schütt nachher das Wasser drüber, dass wir wenigstens erstmal jetzt fundamental hier was da haben. Jetzt ist natürlich die Frage, der nächste Stock, den müssen wir jetzt nicht mehr ganz so hoch bauen. Eventuell. Aber ich würde mal sagen, wie hoch ist denn das da jetzt?
3, 4. Wenn wir jetzt hier die Decke schon machen, wären das 3 Blöcke. 3 Blöcke pro Etage. Ich wäre ja fast... Ja gut, aber so schließt das jetzt ja eigentlich ganz schön ab. Jetzt wieder ein mehr mache. Ich glaube, das passt. Müssen wir das natürlich Holz werden lassen hier. Ja. Ja. Mal sehen. So. Das hatten wir gesagt, wird Holz. Schon mal. Bisschen übergreifend hier. So. Und den Trockenbeton, das machen wir ganz einfach jetzt mal so. Dass mir das jetzt auch nicht über alle Etagen fließt, hier der ganze Mist. So. Easy Snack. Ja gut, passiert trotzdem. Bleibt nicht aus. Ja, alle gut. So, da haben wir das schon mal angedeutet. Da muss natürlich die Außenfassade dann auch noch hin. Hier sollten vielleicht auch Treppenstufen rein. Da haben wir das erstmal. So, da könnte ich jetzt zumindest hier 1, 2, 3, 4 schon mal nach oben gehen. So. 4 auf jeder Seite. Ja, wie gesagt, und jetzt haben wir nämlich das Problem, wenn ich jetzt hier quer rüber will, dann brauche ich Beton. Da kann ich das gar nicht mit Trockenbeton machen. Außer natürlich, ich lasse mir noch irgendwie was einfallen. Sehe ich aber noch nicht. Mal abwarten. Erstmal, wie gesagt, die Außenfassade jetzt. Dadurch, dass eben noch vieles jetzt verglast wird, kann ich das eben auch noch schwer abschätzen, was ich hier wie bauen kann. Aber wir haben zumindest erstmal die Grundtextur von dieser Etage. Da muss ich, glaube ich, erstmal noch eine Nacht drüber schlafen. Das kann ich gar nicht einfach so loszinobern. Ja, wie gesagt, man muss ja auch nicht unbedingt in Anführungszeichen so ein Gerüst jetzt da rumbauen. Man könnte auch einfach immer jetzt nach oben gehen, sich gedanklich schon mal Gedanken machen, wo wird Glas und wo eher nicht. Aber das Problem ist ja, das weiß ich noch nicht. Ich wollte ja heute ein bisschen durchziehen. Auf der anderen Seite spiele ich knapp 2,5 Stunden in der Session hier mit Pause. Nee, auch nicht wahr, 2 Stunden. Mit Pause und... Ja, eigentlich hab... Das klingt immer scheiße, wenn ich das sage. Eigentlich habe ich gar nicht mehr so viel Lust. Also ich würde... Klarer Fall, ich will das Gebäude oder werde das Gebäude heute nicht fertigstellen. Aber... Nee, ich will dann noch ein bisschen gemütlichen machen. Ich kann jetzt hier nicht so durchziehen wie ein Irrer. Die halbe Nacht mir wieder um die Ohren schlagen. Aber gedanklich, ja gut. Ich meine Sand, ne? Sand haben wir hier genug. Achso, das ist auch gar nicht so klug. Hier haue ich mir nämlich einen Kopf ein. Das kann ich so nicht machen. Ich müsste das schon dann hier so lang bauen. Na? Joa, Türk. Da war ein Rülpser dabei. Genau, nee, weil hier sonst, wie gesagt, beim Runterlaufen dotzig hier dagegen. Müssten wir dann schon so machen. So. Sieht aber wiederum dämlich aus, wenn wir es jetzt hier so lassen. Deswegen würde ich das auch wegmachen. Ich meine, spart Holz, ne? Klar. Achso. Und dann ist die Folge ja schon wieder vorbei. Ich lasse mir mal kurz was einfallen und dann sehen wir uns ja sicherlich in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dahin, Freunde. Tschüssi, macht's gut.